Täglich werden mehrere hundert Flüchtlinge an der deutschen Grenze von Bayern zurück nach Österreich geschickt. Die Bundespolizei setzt damit nach eigenen Angaben die Dublin-Verordnung konsequent um. Demnach werden Migranten nur in dem EU-Land aufgenommen, in dem sie auch einen Asylantrag stellen wollen. Das muss laut Verordnung in dem Staat passieren, in dem der Flüchtling zum ersten Mal in Europa registriert wurde. Damit müssen zum Beispiel Migranten mit dem Ziel Schweden zurück nach Österreich und werden nicht mehr weitergeleitet.